ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Wir spielen heute wieder eine Deathrun Map und zwar 200 Level Rainbow Parkour. Oh Gott, da war meine Stimme weg. Es tut mir leid. Also irgendwie, irgendwas ist heute los mit mir. Ich nehme nämlich gerade schon die dritte Map in Folge auf. So, aber okay. Ich will was zur Map sagen. Es soll XP für den Zielfass geben. Wir werden uns anschauen, wie hoch, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen oder nicht. Wir werden uns anschauen, wie abwechslungsreich der Parcours ist. Wir werden uns anschauen, wie farbenfroh der Parcours ist. Allerdings werde ich jetzt nicht die ganze Zeit reden. Ich werde nämlich ein Timelapse-Video dazu aufnehmen. Also ich habe jetzt zum Anfang gesprochen. Ich werde dann am Ende, wenn ich das Deathrun durch habe, nochmal was sagen. Zwischendrin seht ihr einfach nur das Deathrun und hört Musik. Natürlich in zweifacher Geschwindigkeit. Und ich würde sagen, bis jetzt sieht es auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Also, es geht nach oben und nicht nach unten. Und das sieht mal richtig geil aus. Also, ja, barbarmäßig. Gut. Dann würde ich sagen, ich starte jetzt ab hier das Timelapse-Video und wir sehen bzw. wir hören uns gleich wieder, wenn ich das Deathrun geschafft habe. Thank you.
da ist die Map auch schon vorbei. Ich überlege jetzt gerade, wo habe ich einen Checkpoint ausgelassen? Ich habe nur 191 von 200. Ich habe doch alle eingesammelt. Nun ja, egal. So, was kann ich zur Map sagen? Die Sprünge sind tatsächlich alle sehr einfach. Man kann sogar richtig hardcore durchrushen. Hier sehen wir das Jumprun nochmal richtig. Ist als Pyramide aufgebaut. Richtig, richtig nice. Sprünge wiederholen sich tatsächlich. Also 200 Level. Und es hat sich einiges sehr arg und sehr oft wiederholt. Das ist tatsächlich ein bisschen langweilig. Es ist mega einfach. Die Sprünge, die ich vermasselt habe, das war einfach nur pure Dummheit. Oder aber weil Ava einfach nicht gesprungen ist. Aber an sich, XP-technisch Bombe. Also es gab immer so, keine Ahnung, zwischen 40 und 50 XP pro Checkpoint. Dann gab es für jeden 30. Checkpoint einen Bonus XP. Für jeden Rift, den wir genutzt haben, gab es Bonus XP. Am Ende gab es auch nochmal fett Bonus XP. Also ich habe ein Level Up gemacht. Was will ich mehr? Ich bin Level 138. Jo, mir hat die Map gefallen. Ich kann sie nur weiterempfehlen. Und vor allem für Anfänger kann ich sie empfehlen. Die ist wirklich sehr, sehr einfach. Und jo, wenn ihr die Map spielen wollt, Mapcode in der Videobeschreibung. Wenn ihr Maps habt, die ich spielen soll für euch, oder ihr kennt sie schon und ich soll sie einfach spielen und als Video aufnehmen, schreibt mir die Map kurz in die Videokommentare. Sei es Jump'n'Run, sei es Fit-A-Button, sei es irgendwelche Team-Maps oder irgendwas anderes. Würde ich sofort machen, wenn mir die Map oder schon alleine der Screenshot der Map zusagt, würde ich das sofort machen. Jo, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer, ja, dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche.